Im legendären Florence Nightingale Saal gibt es neben Markus Scholten auch einen weiteren Moderator der Extraklasse. Ich darf neben mir Sascha Rehak begrüßen. Hallo Sascha, ich grüße dich. Danke Aki, hallo auch. Sascha, du bist ja ein Kind der ersten Stunde, was den Niederrheinischen Pflegekongress angeht. Du warst bei allen vier Kongressen dabei. Wie sind deine Eindrücke bislang? Ja, der Eindruck in diesem Jahr, der sich ja, also wir haben ja die Lokalität gewechselt, von Krefeld nach Neuss gezogen, hat sich insgesamt für mich sehr positiv gestaltet. Ich denke, wir hatten mit Krefeld schon einen vernünftigen Anbieter und jetzt haben wir einen richtig guten Anbieter, was die Umgebung angeht, und alle Räume waren gut besucht. Ich bin sehr zufrieden. Wie ist es speziell in deinem Saal gewesen? Gibt es da Highlights, die du jetzt hier herausfiltern kannst? Ja, das Highlight aus dem ersten Tag will ich kurz berichten. Da war der Herr Ludwig da, der ist von der Selbsthilfegruppe, hat über das Thema Wachkoma berichtet und konnte das sehr einfühlend machen, weil er selbst Betroffener ist. Der Sohn von Herrn Ludwig ist ins Wachkoma gefallen durch einen Autounfall und er hat als Angehöriger den Pflegenden, die hier sehr stark vertreten sind, den professionellen Pflegenden, einfach mal einen Eindruck gegeben, wie das auf der anderen Seite aussieht. Das fand ich sehr imposant. Nun darf ja nicht jeder hier den Moderator machen in den Sälen. Man muss natürlich auch einen gewissen Hintergrund in der Szene haben, beziehungsweise in der Branche. Was machst du genau in der Szene Pflegedienst Gesundheitswesen? Ja. Also ich arbeite bei Pflege Optimal in der Tagespflege. Habe ursprünglich mal ein Examen zur Krankenschwester gemacht. Das war 1999, schon lange her. Habe zwischendurch noch ein Studium absolviert und habe nach dem Studium in verschiedenen Bereichen gearbeitet und bin jetzt seit ca. 4 Jahren bei Pflege Optimal in der Tagespflege tätig und habe da die Aufgabe des Pflegedienstleiters übernommen. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Es wird eine kleine Veränderung geben bei Sascha Rehak. Im Team bei Pflege Optimal, gibt es da schon was offiziell zu sagen? Oder vielleicht auch inoffiziell? Es gibt eine Veränderung, die für das nächste Jahr gestartet werden soll. Da werden noch intensive Gespräche geführt. Da freue ich mich, dass ich da von Seiten vom Adam Mielech und vom Ali Cilic da Vertrauen bekomme, dann eine neue Aufgabe bekommen zu können, dass mir das zugetraut wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt, aber es müssen noch viele Gespräche geführt werden. Du weißt ja, der Marktwert ist immer ein ganz wichtiges Kriterium. Das muss immer noch mal abgesteckt werden. Der Wink mit dem Zaunpfahl schon an die Kollegen. Ich sage danke, Sascha Rehak. Danke.